Liebe Freunde, in der neuen Netflix-Serie Sabrina, die von einer jungen Hexe handelt, wird der Wald derart dargestellt, als würde hier Satan und seine Brut herrschen und nur darauf warten, uns in seine Fänge zu kriegen. Auch nur Hexen gehen hierher und treiben ihr Unwesen. Seit vielen Jahrhunderten wird der Wald derart dargestellt. Dieses Bild vom Wald ist tief in unserem Unterbewusstsein verwurzelt. Bist du bereit, dem Wald ganz neu zu begegnen? Ohne Vorurteile dieser Welt, ohne Gedanken, ganz bei dir, mit einem gelehrten Geist, in Stille? Ja, dann schau dieses Video weiter. Ich zeige dir, worum es geht. Seit Urzeiten sind Bäume die stillen Zeitzeugen des Weltgeschehens. Im Wald, in seinen Wurzeln, ist alles enthalten, was jemals hier auf diesem Planeten geschehen ist. Es kommt nicht von ungefähr, dass Weise und Schamanen in den Wald gehen, um die Botschaft zu den Menschen bringen, die sie heil macht. Schaut euch die Bäume an, sind wir uns nicht sehr ähnlich? Sie stehen aufrecht wie wir. Ihr Haupt richtet sich gegen den Himmel. Die Verästelungen in ihrem Blätterdach sieht genauso aus wie bei unseren Lungen. Und ihre Wurzeln reichen tief in die Dunkelheit, in die Unterwelt, genauso wie wir mit unserem Unterbewusstsein, woraus wir größtenteils gesteuert werden. Ich hoffe, dass dich meine Worte inspirieren werden und du das nächste Mal, wenn du in den Wald gehst, ihn ganz anders erfährst, seine Lebendigkeit, seine Wahrhaftigkeit. Es ist nicht möglich, mit dem Verstand das zu begreifen. Nun mit dem offenen Herzen kann man wirklich dem Wald begegnen und dann wird er einer zu den größten Lehrmeistern, den weise Menschen immer schon gehabt haben. Der Wald ist wie wir mit unzähligen Dingen verwurzelt. Und an die Quelle dieser Verwurzelung zu gehen, das ist es, was dich der Wald lehrt. Der Wald flüstert mir zu, komm, geh tief wie ich in die Dunkelheit hinein. Spüre dein spirituelles Herz. Spüre alle die Gefühle, die darin auftauchen. Und lass dich davon erfüllen. Und wenn du das immer öfters übst, wirst du spüren, dass in dir sich eine große Stille und ein großer Frieden ausbreitet. Dieser Frieden ist es, was die meisten Menschen suchen. Er ist mit einem Wimpernschlag erreichbar, indem du dich einfach diesem unendlichen Raum in dir zuwendest. Und dann, wenn du diese Dankbarkeit für den Wald spürst, wirst du erkennen, wie groß du eigentlich bist, wie mächtig du eigentlich bist und wie sehr du verwurzelt bist mit der Kraft, die alles ins Gleichgewicht bringt. In dem Alleinsein wirst du still. Und dein Herz wird weit und du wirst alles fühlen, was dich umgibt und was in dir in diesem stillen Raum auftaucht. Und dann erst wirst du erkennen, was es heißt, so innen wie außen, dass der Wald und du niemals getrennt sein können. Denn auch diese Menschen, die im Moment die Welt mit ihren Geschicken beherrschen, füttern uns jeden Tag mit Informationen und nötigen uns, sich zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was will ich bejahen, was will ich verneinen. Und so bin ich im ewigen Hektik der Dialektik gefangen. Das führt zu einer Verbitterung, zu einer Hoffnungslosigkeit und zu einer Entfremdung von sich selbst. Ich kann mein Herz nicht fühlen auf diese Art und auch nicht mein inneres Kind, das in diese Welt mit diesem inneren Raum schöpfen will und das Ergebnis im Außen betrachten möchte.
Diese stille Betrachter, der du im Inneren findest, ist auch der, der die Welt eigentlich wahrnimmt. Es war gerade diese wiedergefundene Urverbundenheit in der Natur, weil ich so oft draußen war, seit ich diesen YouTube-Kanal habe, die mich dazu veranlasst hat, Facebook zu löschen. Ich will nicht mehr genährt werden von einem negativen Vakuum, das mich nicht zu mir selbst bringt, sondern in die innere Zerrissenheit, in die Ohnmacht und in die Wut. Es kann gut sein, dass uns bald die Möglichkeit des Austausches via YouTube genommen wird. Was bleibt uns dann, um uns begegnen zu können, uns der Welt mitteilen zu können? Und ich gehe davon aus, dass die Menschen ein ganz neues Bewusstsein der Kommunikation erlangen werden, indem sie sich inwendig diesem stillen Raum zuwenden und sich dort begegnen. Vielleicht übersteigt das jetzt unsere Vorstellungen, aber umso mehr Menschen damit experimentieren und sich dort treffen, absichtlich dort treffen, indem sie die große Magie verstehen, die jenseits des Verstandes ist, werden wir ein ganz neues Bewusstsein der Kommunikation erlangen, genauso wie es die Bäume mit ihren Wurzeln tun, die unterirdisch mit allem verbunden sind, was kreucht und fleucht. Wenn ihr in Meditation in die Wurzelwelt der Bäume geht, so ist es für mich, spüre ich, wie ich von all diesen Tieren und Lebewesen durchdrungen werde. Es ist ein einziges orgastisches Miteinander. Und ich bin überzeugt, dass wir das wieder lernen, indem wir uns gegen innen wenden, das Bewusstsein dort, die Präsenz des Seins dort erkennen und auf dieser Ebene miteinander zu kommunizieren. Das wird wahrscheinlich der Weg sein, um eine neue Welt miteinander zu erschaffen. Ich hoffe, dass dieses Video für diejenigen, die sich an einen Outdoor-Kanal gewöhnt haben, nicht zu abgespaced ist. Aber mein Kanal heißt Wild Wisdom und es geht nicht nur darum, schöne Wanderungen zu zeigen, sondern auch zu zeigen, wie wir die Verbundenheit mit der Natur nutzen können, um zu uns selber zu finden.